Hallo zu Senkenschein Mikoto. Ich frage mich jetzt gerade nur, ob diese Melodie jetzt auch bei Switch kam, wegen dem Titel vom Lied, aber ich kann mich gerade nicht erinnern, aber es ist echt schön. Mikotos Bauchgefühl hatte sie nicht getäuscht. Yuki war nicht aufs Klo gegangen. Stattdessen war er schnurstracks zur Klassenlehrerin geeilt. Mikoto verstand nur nicht so wirklich, wieso. Sie war nicht mit ihm in einem Zimmer und Makoto war jemand, der wirklich okay war. Er hatte nie etwas gegen Yuki gesagt, dennoch schien ihn die Verteilung zu stören, wie Mikoto klar hören konnte, als er Frau Kawasaki darauf ansprach. Die Zimmer tauschen? Natürlich, das ist kein Problem, Yuki. Wir sind ein Wunschkonzert. Du kannst mit jemandem deiner Mitschüler reden, ob sie ihren Platz mit dir tauschen mögen. Das ist doch kein Problem. Ich wollte eher wissen, ob es nicht möglich ist, ein Einzelzimmer zu bekommen. Oh, das ist schwierig. Wir sind eigentlich zahlenmäßig komplett ausgebucht. Wo hätte Steve dann geschlafen? Herr Steiner? Nirgendwo. Er hat von Anfang an gesagt, dass er nicht mitkommt. Darum haben wir ihn nie eingeplant. Mikoto näherte sich ein bisschen, ihr Vater im Schlepptau. Ich werde jedenfalls mit keinem der Jungs in ein Zimmer schlafen. Aber wieso denn nicht? Seitdem du dich mit Mikoto gegen Kenshin und Monari durchgesetzt hast, bist du in der Klasse doch recht beliebt geworden. Ich bin mir sicher, dass weder Makoto noch einer der anderen Jungen irgendwelche Probleme mit dir hätten, Yuki. Außerdem, für diesen Ausflug musst du doch deiner Mutter nichts vorspielen. Ich werde nicht mit einem der Jungs in einem Zimmer schlafen. Yuki blieb stur. Ich habe nicht vergessen, wie man mich behandelt hat. Da hilft das bisschen, jetzt ist alles gut, Yuki auch nicht. Tja, das wird schwierig. Normalerweise würde ich einfach ein Dreierzimmer aus einem der anderen Zimmer machen. Aber die Zimmer sind wirklich nur für die Nacht und nicht groß genug für drei Betten. In diesem Moment schaltete Yujiro, während Mikoto noch angestrengt überlegte, was sie tun sollte. Ihr Vater hatte sich dagegen die Lösung bereits zurechtgelegt. Er wusste ja, dass Mikoto sehr viel an ihrem Freund bedeutete und entsprechend war für sie eigentlich nur eine Möglichkeit perfekt. Natürlich wusste er auch, dass die Klassenlehrerin eben jener Lösung niemals zugestimmt hätte. Allerdings hatte er eine Idee, wie er Mikoto und Yuki dennoch in einem Raum bekam, um den beiden die Zeit zu geben, die Mikoto haben wollte. Yuki brauchte dazu ja nur das Einzelzimmer, das er so unbedingt haben wollte. Wenn ich etwas vorschlagen dürfte, Frau Kawasaki, was halten Sie denn davon, wenn wir meine Tochter zu mir ins Zimmer legen? Dadurch könnte Yuki einen Raum alleine benutzen. Wir müssten nur... unser Yuri? Ne? Er holte einen Belegungsplan aus der Tasche. Sah so aus, als kannte er die Zimmerbelegung schon eine Weile. Man könnte Yuki natürlich mit Sayuri zusammenlegen, immerhin sind die beiden Cousin und Cousine. Ich darf keine gemischten Räume belegen, Herr Sugisaki. Auch wenn die beiden Geschwister wären. Ja, das dachte ich mir schon. Wenn wir also Mikoto und Sayuri splitten, er kritzelte mit einem Kugelschreiber auf dem Plan herum. Ich nehme meine Tochter in mein Zimmer, das ist mir nach der Entführungsgeschichte eh die liebste Lösung. Und Sayuri auch erst vor kurzem ein ziemlich traumatisches Erlebnis und hat vor vielen Dingen noch höllisch Angst. Darum würde ich vorschlagen, dass Sie das Mädchen in Ihr Zimmer nehmen, Frau Kawasaki. Also ich bin mir sicher, dass Sayuri gerne mit ihren Klassenkameraden. Im Moment würde sie von allen Jugendlichen vermutlich nur bei mir ruhig schlafen, glauben Sie mir. Das löst das Problem aber noch nicht. Eigentlich schon. Wir haben zwei Leute in unseren Räumen gelegt und dadurch einen Raum frei bekommen. Dort können wir Yuki stecken und er hat sein Einzelzimmer. Das klappt, ja, wieder der Gesichtsausdruck. Mikoto wurde bewusst, dass dies die einzige Option war, wenn Yuki allein in einem Zimmer war, dann konnte sich Mikoto heimlich, ohne dass Frau Kawasaki davon etwas mitbekam, auch von ihrem Vater in das Zimmer verlegen lassen oder zumindest eine gewisse Zeit alleine mit ihm verbringen. Unser Yuri würde wohl wirklich am liebsten unter dem Schutz eines Erwachsenen schlafen. Sie schien sich ja außer mit Mikoto nur mit Mio zu verstehen. Mio. Mikoto wunderte sich einen Moment darüber, ob Mio in ihrer zweiwöchigen Abwesenheit wohl ihre Rolle übernommen hatte. Das ist doch perfekt, so Yuki. Ich habe kein Problem damit, die Nacht bei meinem Vater zu verbringen. Und Yuki hätte dann sein Zimmer für sich. Natürlich hätte ich auch gerne mit einer meiner Klassenkameraden in einem Zimmer geschlafen. Aber ich kann den Hintergedanken meines Vaters gut verstehen. Sie müsste allerdings unbedingt überprüfen, ob er irgendwas bei sich hatte, was ihm gefährlich werden konnte. Seitdem sie von der Überdosis gehört hatte, schob sie panische Angst davor, morgens aufzuwachen und seinen Geist vor sich stehen zu haben. Ich denke, dass dies eine Möglichkeit wäre.
Dies gab Frau Kawasaki zu und nickte dann bestätigend, bevor sie mit ihrem Kuli auf ihrer eigenen Kopie des Plans herumkritzelte und so die Zimmerbelegung endete. Yuki schien jedenfalls zufrieden zu sein und er bedankte sich sogar höflich bei Frau Kawasaki und bei Mikotos Vater. Dann lief er zurück zu seinem Platz. Gut, jetzt, wo wir das geklärt haben, sollten Sie zurück in die Abtei, Herr Sugisaki. Wer weiß, was diese Teenager ohne Aufsicht so alles anstellen mögen. Yujiro stimmte grinsend zu. Natürlich hatte das Frau Sugisaki halber Scherz gesagt. Jedenfalls liefen er und Mikoto zurück in die Abtei. Und Mikoto setzte sich wieder neben Yuki auf ihren Platz. Mio, da seid ihr ja wieder. Mikoto lächelte und schon bald darauf unterhielt sie sich angeregt mit Sayuri und Mio über die verschiedensten Dinge. Yuki sagte hier und da auch ein paar Worte dazu, die meiste Zeit über jedoch döste er vor sich hin oder starrte aus dem Fenster. Mikoto versuchte immer mal wieder, ihn direkt einzubeziehen, gab nach einiger Zeit jedoch auf, da er maximal kurz antwortete, aber nicht an einer längeren Unterhaltung interessiert zu sein schien. So verging die Zeit, wie im Flug, und schließlich kam ihre Endstation in Sicht. Das sogenannte Tal der Geister. In der Realität war es nur ein kleines Dorf am Rande einer Schlucht, in welcher einmal eine große Schlacht stattgefunden hatte. Die Schlacht in einer Schlucht. Jungle out there. Bestes. Große Schlacht war vielleicht übertrieben, aber Mio erzählte, dass die Schlucht und die strategische Position den Angreifern sehr, sehr viele Leben gekostet hatte. Angeblich war fast die gesamte Armee der Angreifer an diesem Tag gestorben. Und das war dann wohl auch der Grund, weshalb sich die Einwohner davon erzählten, dass ihre Geister noch immer verzweifelt durch die Schlucht irren würden. Die Klasse fuhr als Klassenfahrtziel natürlich nicht wegen Geistern dorthin. Nein. Und sie bezweifelte, dass ihr Vater sie dann hierher gelassen hätte. Nein, stattdessen ging es um die Schlacht selber. Die Jugendlichen wussten alle nicht allzu viel darüber, ein Umstand, der in einer Führung am nächsten Morgen behoben werden sollte. Für den Abend blieben ihnen jedoch vor allem die Internetgeschichten, die sie sich erzählen wollten. Die Klasse kam im Ryokan an und Mikoto fühlte sich ein wenig an den Urlaub am Meer erinnert, auch wenn sie nun wesentlich mehr Leute waren und eigentlich nur das Ryokan selbst und die Anwesenheit ihres Vaters, Sayuris und Yukis in den Urlaub erinnerten. Ja, für Mikoto, welch vielleicht auch noch das Königsspiel. Ja, wahrscheinlich nicht. Für Mikoto, welche die meiste Zeit seit ihrem Urlaub im Koma oder im Krankenhaus verbracht hatte, war es dennoch ein ungewohntes Déjà-vu vor. Zumindest rannte Sayuri dieses Mal nicht davon. Allerdings schien auch niemand wirklich Interesse daran zu haben, das Königsspiel zu spielen. Stattdessen wurden sie alle ihre Zimmer zugewiesen. Ja. Danach sollte man ein klein wenig Freizeit haben. Zu wenig, um ein ordentliches Gespräch mit Yuki zu führen, gefolgt von einem Spieleabend. Und dann einer für Jugendliche ungewohnte frühe Nachtruhe. Das Zimmer, das Mikoto und ihr Vater belegten, war ein typisches Zimmer für ein Ryokan dieser Art. Etwas ältere Tatami-Matten, zwei dicke Futons, die in dieser Hitze sicherlich nicht die schönste Art zu schlafen darstellten. Und ein typisch japanischer und dadurch auch kärglich eingerichteter Raum. Nichts Besonderes, wie Mikoto feststellen musste, als sie ihre Tasche abstellte. Sie machte sich auch nicht im Gegensatz zu ihrem Vater die Mühe, ihre Sachen in den Schrank einzuräumen. Es war ja auch nur eine Nacht. Kannst du noch kurz hierbleiben? Ich würde gerne mit dir reden. Als Mikoto die Tür öffnete und zu ihren Klassenkameraden gehen wollte, hielt der Vater sie auf. Allzu viel Freizeit war zwar nicht, aber die wollte sie dann doch nutzen. Seufzend blickte sie den Flur entlang, als Yukis Tür, der das Zimmer gegenüber hatte, aufging und eben dieser aus ihr heraustrat. Er warf einen Blick auf Mikoto und lief dann in Richtung Eingang. Ich komme in 5 Minuten, Vater. Sie vertröstete ihren Vater und rannte Yuki hinterher. That face. Hey Yuki. Er blieb stehen und drehte sich für einen Moment um. Was ist denn? Sie blieb stehen und atmete einmal tief durch. Sie war die paar Meter gerannt und stellte zufrieden fest, dass sie keine Nebenwirkungen spürte. Außer, dass sie bemerkte, dass sie die letzten 2 Wochen ohne Sport verbracht hatte. Oh. Wo gehst du denn hin? Nachher startet doch der Spieleabend. Ich weiß, dass er Pflicht ist und werde wohl auch da sein. Eigentlich wollte ich nur einen Spaziergang machen. Alleine. Mikoto nickte leicht. Pass auf dich auf, Yuki.
Was ist da wohl passiert? Er drehte sich um und lief in Richtung Ausgang, während Mikoto langsam zurück zu ihrem Vater lief. Sie fühlte sich seltsam, aber nicht durch die Medikamente. Es war etwas an Yuki, das sie einfach nicht deuten konnte. Ein Gefühl. Etwas war gerade falsch gewesen, aber was? Hast du alles geklärt? Vater riss sie aus den Gedanken und deutete auf die Betten. Mikoto ließ sich auf einen von ihnen nieder und plapperte sofort los, bevor ihr Vater noch etwas sagen konnte. Ich mache mir nur Sorgen. Yuki benimmt sich so komisch, aber ich habe bei ihm ein komisches Bauchgefühl und komme nicht darauf, wieso. Er redet aber auch nicht und ich fühle mich dabei so schuldig, obwohl ich nicht einmal weiß, ob ich überhaupt schuld bin. Ich habe einfach das Gefühl, dass er mich in den letzten 2 Wochen dringend gebraucht hätte. Ich gebe dir da recht, Mikoto. Eigentlich bin ich ja niemand, der etwas unwissenschaftlich beschreibt. Aber da mir bessere Worte dafür fehlen, seine Aura ist eine vollkommen andere als bei unserem Ausflug an den Strand. Als ich ihn bei euren Lehrerin sah, da dachte ich erst, ich hätte eine andere Person vor mir. Aber es geht mir dennoch gerade nicht um ihn, Mikoto. Ich wollte kurz über uns reden. Ach, echt? Mikoto verstummte, als sie den ernsten Gesichtsausdruck ihres Vaters sah, der gleichzeitig ein Stück Papier hervorzog. Deine Klassenlehrerin hat mir gerade das hier gegeben. Es scheint, als sei es ein Test, den du kurz vor deinem Verschwinden abgelegt hast. Mikoto griff nach dem Papier, doch ihr Vater hatte anscheinend noch nicht vor, es ihr zu geben. Weißt du, das sagte er stattdessen, dies hier war nicht der Ort und nicht der Zeitpunkt, an dem ich das mit dir besprechen wollte. Im Gegenteil, ich wollte dir noch 1 oder 2 Wochen geben und dann mit dir über die Zukunft reden, aber ich habe keine andere Wahl, es sich jetzt anzuschneiden. Was ist das jetzt an sich? Ich werde dir während dieser Klassenfahrt und gegenüber deinen Freunden alle Freiheiten lassen, aber zu Hause wird sich einfach etwas ändern müssen. Mikoto erinnerte sich an den Test. Sie hatte nur in etwa die Hälfte gewusst und den Rest erraten. Es war eine Morgen vor ihrem Ausflug in die Oper gewesen. Sie selbst hatte sich ja dafür geschämt und beschlossen gehabt, wieder mehr für die Schule zu lernen. Und dann war sie entführt worden. Ist es so schlimm ausgefallen? Ich weiß ja selbst, dass er nicht gut geworden ist, aber die Hälfte habe ich doch gewusst, da bin ich mir sicher. Die Hälfte? Hörst du dir dabei überhaupt selbst zu? Hör mal, du brachtest mir bis jetzt immer gute 2er nach Hause. Manchmal sogar eine 1. Deine schlechtesten Noten waren 3er und dann lag es meist an Problemen, die durch unsere Umzüge und den Wechsel an neuen Schulen auftraten. Du bist nicht dumm, Mikoto. Vor allem nicht so dumm. Dieser Test, das ist keine 3, das ist nicht mal eine 4. Schau es dir an, Mikoto, eine glatte 5. Selbst ohne Lernen kann man mit ein bisschen Aufpassen im Unterricht bei einem so einfachen Test locker eine 2 bekommen. Die Klassenlehrerin meinte sogar, dass der Durchschnitt der Klasse bei 2,2 lag. Verstehst du das? Jeder deiner Mitschüler hat eine mindestens 2 Stufen bessere Note. Jeder, sogar die, die letztes Jahr sitzen geblieben sind. Eine 5? Ungenügend. Mikoto hob erschrocken die Hand vor den Mund. Nein, damit hatte sie nicht gerechnet. Ja. Kenji's Theme. Doch, das habe ich schon mal, glaube ich, auch bei Switch gehört, weiß ich. Oder Alternate meine ich. Ja, genau, das meinte ich auch vorher. Alternate, nicht Switch. Alternate ist ja neuer. Ja. Moana öffnete die Augen. Ah, ja, da sind wir wieder. Moana öffnete die Augen und versuchte, die Hand an ihren grünen Schädel zu heben. Schnell bemerkte sie, dass ihre Bemühungen vergebens waren, da ihre Hände mit einem dicken Paketband um ihr Schuh gefesselt waren, auf dem sie saß. Was? Sie murmelte das leise und blinzelte ein paar Mal. Sie erinnerte sich daran, dass die Tür offen gewesen war und dass... Hä? Oh, der hat geblinzelt. Oh, voll cool. Nice. Sie hörte etwas, ein Poltern. Kurz darauf kam ein Junge in das Zimmer, den sie bisher noch nie gesehen hatte. Er war jung, ein gutes Stück jünger als sie und trug eine Uniform der lokalen Schule. Zudem machte er sich keine Mühe, sein Gesicht zu verdecken oder sich auf eine andere Weise unkenntlich zu machen. Kann kein gutes Zeichen sein. Der Junge warf die Briefe achtlos weg, die er gefunden hatte, und wandte dann den Blick zu Moana. Sie schloss schnell die Augen, aber er hatte bereits bemerkt, dass sie wach war. Eine heftige Ohrfeige traf sie und ließ sie mitsamt dem Stuhl nach hinten kippen. Er war sofort über ihr und zog sie an ihren Haaren gewaltsam wieder hoch. Sie schrie und bekam einen zweiten Schlag ins Gesicht. Sei still, du dreckiges Miststück. Der Junge schrie sie an und Moana verstummte.
Tränen bildeten sich in ihren Augen. Und sie schniefte kurz. Fest entschlossen, nicht vor diesem Jungen zu weinen. Was willst du von mir? Ich habe kein Geld. Ich arbeite jeden Tag hart, damit ich mir überhaupt mein Leben leisten kann. Ich besitze keine Luxusgüter. Die Junge holte erneut aus und Moana schloss instinktiv die Augen. Doch dieses Mal traf er sie nicht, sondern überlegte sich anders. Wo ist sie? Wer? Moana fragte ihn überrascht und dieses Mal überlegte er sich nicht mehr anders. Die Faust traf Moana mitten ins Gesicht. Etwas knackte hörbar und sie spuckte Blut, noch während der Stuhl wieder bedrohlich nach hinten kippte. Der Junge hielt ihn fest und fragte sie noch einmal. Ist das Steve, der nach Hatsumomo sucht? Wo ist sie? Wer, verdammt? Bitte, ich sag dir alles, was ich weiß, aber... Der Junge drehte sich vor ihr weg. Doch nur für einen Moment, bevor er erneut ausholte und ihr einen gewaltigen Schlag in den Magen gab, der ihren Stuhl mehrere Zentimeter weit über den Boden rutschen ließ. Na, oh. Sie spuckte. Blut und Mageninhalt ergossen sich über ihre Kleidung. Der Junge knackte mit den Fingern. Dann zog er ein Talisman hervor. Moana erkannte das Zeichen an dem Talisman. Das goldene Kuh war das Zeichen der Herrin der Zeit, die hier in Ishihara ihren Hauptsitz hatte. Das bedeutete, dass der Junge vor ihr vermutlich ihre rechte Hand war. Moana wusste nun auch, wen er suchte. Aber sie war sich nicht sicher, ob sie seine Frage beantworten konnte. Erscheine! So schrie er und im gleichen Moment erschien ein sehr scharf aussehendes Katana in seiner Hand. Er ließ es kurz kreisen, schlug zweimal damit durch die Luft. Das scharfe Zischen des Schwertes entleerte Moanas Blase. Ich frage dich nun ein letztes Mal. Oh, Moana. Er setzte Moana das Schwert auf die Brust. Sie spürte, wie die unglaublich scharfe Spitze ihre Kleidung zerschnitt und ihre Haut stach. Er wird mich doch nicht töten. Steve war ein Mensch und er hatte Gesetze zu befolgen. So tief war doch die Herrin der Zeit noch nicht gesunken, dass sie Mörder anheuerte. Oder doch? Moana war kreidebleich geworden und starrte nur auf das Schwert. Erst als Steve begann, gegen das Schwert zu drücken und sich dieses ein Stück in ihre Brust fraß, erwachte sie aus ihrer Starre. Ich weiß es nicht. Bitte, bitte töte mich nicht. Ich weiß wirklich nicht, wo Hatsumomo genau ist. Das letzte Mal, als ich sie sah, war sie mit einem der Schiffe, welche die Götter benutzen, über Ishihara. Aber sie flog davon, nachdem sie Mikoto freiließ. Ich habe sie seitdem nicht gesehen und sie hat auch keine Nachricht geschrieben. Oh. Das klang schrecklich. Steve drückte weiter zu und Moana schrie auf. Ah, bitte, glaub mir doch. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß auch wirklich nicht. Steve zog das Schwert aus ihr und begutachtete das Blut an dessen Spitze für einen Moment. Dann blickte er zu Moana. Falsche Antwort. Nein! Nein, ich wollte noch mehr von ihr sehen. Steve! Gut, sie wusste aber auch nicht was. Und Steve, will Steve jetzt wirklich Hatsumomo suchen? Und es allein mit der aufnehmen, gegen die er schon mit Mikoto im Team nichts geschafft hat? Das, ja. Und vor allem so, wie er die Geister hier so geslasht hat, Mikoto hier zu schützen im Krankenhaus, wirkt auch irgendwie so, als ob er wirklich so... Ja, irgendwie wirkt er nicht mehr so sympathisch. Er wirkt irgendwie so, ja, ich bin jetzt böse, ich bin ein harter Kerl. Ich habe wirklich eine 5. Achso, ja gut, die Probleme jetzt hier. Moana. Sie starrte auf das Papier in ihren Händen. So viel Rot hatte sie noch nie auf einem ihrer Tests gesehen. Und sie wusste, dass das Konsequenzen haben würde. Von nun an werden einige Dinge wieder anders laufen, Fräulein. Erstens, du wirst mir regelmäßig schreiben, wo du bist. Zweitens, du wirst stets zum Abendessen zurück sein, allerspätestens. Und nicht zu vergessen, drittens, vorläufig wirst du nach dem Abendessen nicht mehr rausgehen. Zwischen Schule und Abendessen ist aber doch kaum Zeit. Wir werden jeden Abend gemeinsam essen und du wirst deine häuslichen Pflichten wieder voll übernehmen, ohne Ausnahme. Außerdem wird eine neue Pflicht dazukommen. Ja gut, und zwar wirst du nach dem Essen für eine Stunde nicht mehr machen, als zu lernen. Gut, das mit dem Lernen, das macht ja jetzt logisch gesehen Sinn. Die Hauspflichten könnte man irgendwie da kombinieren, aber ja. Egal, ob Tests anstehen oder nicht. Hör mal, ich erwarte nicht von dir, dass du eine Musterschülerin wirst.
Ich will nicht, dass du meinen Pfahl anschlägst und irgendwann den Doktor machst, aber ich erwarte anständige Noten von dir. Diese 5 wird ausgebügelt und die Noten in Zukunft werden wieder in der oberen Hälfte des Notenspiegels angesiedelt sein. So wie bisher auch. Nikoto nickte langsam und seufzte, dabei innerlich. Hatte sie nicht selbst nach dem Test schon beschlossen gehabt, mehr zu lernen? Sie war nur ein letztes Mal schwach geworden und dann an die falsche Person geraten. Sie brauchte die Regeln nicht, sie hätte ihren Lebensstil auch so geändert, zumal sie ja auch nicht mehr zu Konkyra gehen wollte. Diese Abnabelung von der Herrin der Zeit hätte natürlich wesentlich weniger Geister bedeutet und das wiederum mehr Freizeit und mehr Zeit für die Schule. Ihre Geisterjagd wäre wieder zu dem geworden, was sie vor ihrer Ankunft in Ishihara war, und sie wäre nicht mehr von jemandem herumkommandiert worden. Sie hatte dieser Geist ist komisch, überprüft ihn sofort, von Anfang an gehasst. Sie wünschte nur, sie hätte diese Entscheidung früher getroffen, und dann wäre sie nie entführt worden und hätte auch nicht vor der Entführung diese Arbeit verkackt, okay. Habe ich richtig gelesen. Ich habe das K, ich wusste nicht, ob es verhakt oder verkackt ist. Verkackt macht mehr Sinn, ja. Und dann noch etwas. Es würde jetzt vielleicht ein wenig seltsam vorkommen, aber ich habe viel nachgedacht und eine Entscheidung getroffen. Diese komische Psychiaterin, zu der du immer gehst. Wegen deiner ganzen Ich sehe tote Menschen Geschichte. Konkyra? Ja, die mit dem Kacknamen. Du wirst sie nicht mehr sehen. Ich wollte dir das eigentlich schon heute Morgen sagen, hielt es dann aber für besser, es dir in Ruhe zu erklären. Mikoto legte den Kopf schräg an und blickte ihren Vater verwirrt an. Bis jetzt hatte sie ihm folgen können und seine Gründe verstanden. Sehr gut sogar, nein, sie hatte ihm bis jetzt sogar zugestimmt, von den Ausgehverboten am Abend abgesehen, aber wieso gerade jetzt, nachdem sie entführt worden war, auf eine Psychiaterin verzichten sollte, war ja schleierhaft. Moment, er sagte nur, dass sie Konkyra nicht mehr sehen würde. Diese Frau war alles andere als eine gute Psychiaterin für dich. Stattdessen, dir die Geister auszutreiben und dich zurück in ein normales Leben zu führen, wurde es mit jedem Tag nur noch schlimmer. Du kamst, seitdem du zu ihr gehst, verletzt oder in Begleitung eines Polizisten heim. Bleibst immer länger weg und hast dich immer mehr mit dem Thema Tod und Geister befasst, als jemals zuvor. In meinen Augen hat sie ihr Fach verfehlt und darum werde ich ihre Dienste kündigen. Beziehungsweise habe ich ihr schon gekündigt. Heißt das, ich muss zu keinem Seelenklempner mehr? Yujiro verschränkte die Arme und blickte Mikoto tief in die Augen. Siehst du Geister? Das fragte er sie schließlich direkt, wohl wissend, dass seine Tochter nicht lügen konnte. Mikoto schwieg. Da auch sie wusste, dass sie nicht lügen konnte. Aber solange sie nichts sagte, musste sie nicht lügen, richtig? Ja, aber wenn du jetzt schweigst, Mikoto, ist es ziemlich klar, was deine Antwort sein sollte. Und das war es von dieser Folge, Senkensha Mikoto. Ich kann nichts sagen, außer Moana. Sie ist fort. Und ja, Steve ist irgendwie gerade auf so einem Trip. Und ich sag mal so, wenn er Hatsumo finden sollte und es darauf anlegt, gegen sie zu kämpfen, ciao Steve. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.